Schwestern und Brüder, wenn Jesus heute versucht, uns dieses große Wort vom Reich Gottes und nicht nur das Wort, sondern die Wirklichkeit des Reiches Gottes nahezubringen, dann kommt uns vielleicht in den Sinn, dass dieses Wort Jesu ein Zauberwort, ja manchmal sogar ein Schlagwort geworden ist. Das war in der Theologie der 60er, 70er Jahre etwa bei den Exegeten ein großes Wort, die Reich-Gottes-Theologie. Das stand zwar immer schon im Evangelium, aber wie das manchmal so geht, auch bei Wissenschaftlern, plötzlich ist das en vogue, dann ist das gefragt. Und dieses Schlagwort hat sich damals verbunden mit einem menschlichen Bewusstsein, das sich seit einigen Jahrhunderten, könnte man sagen, entwickelt hat, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und so kommt es dazu, dass wir in der Kirche seither Aussagen hören, wir bauen am Reich Gottes. Manchmal sogar, wir errichten das Reich Gottes. Manche sogar, wir sind das Reich Gottes. Wie immer an solchen Schlagworten, wenn sie theologisch aufgekocht werden, ist daran nicht alles falsch, aber es ist auch nicht alles richtig. Wie immer empfiehlt es sich, auf das Wort Jesu selber zu hören, der vom Reich Gottes spricht als etwas Verborgenem. Das Reich Gottes ist in euch. Es ist zu euch gekommen, sagt Jesus. Es ist wie ein winziges Samenkorn. Wo sind wir dabei? Was ist diese Verborgenheit des Reiches Gottes? Wie im Gleichnis heute. Im Acker. Im Acker dieser Welt ist es verborgen. Der Mann, der es gesät hat, der Bauer, der das Samenkorn bewacht und die ganze Zeit daran herumfuhrwerkt, der wird wahrscheinlich irgendwann nicht die Sichel anlegen können. Da wächst gar nichts. Dann ist das Werk kaputt. Oder das Senfkorn, winzig, verborgen in dieser Welt. Es ist sehr wichtig, dass wir uns darüber Rechenschaft geben. Und wahrscheinlich reicht die Zeit einer kleinen Predigt nicht, um das ganz ausführlich darzustellen, aber ich versuche, Ihnen ein wenig Hunger zu machen, danach zu fragen. Denn wir sehen diese Vereinseitigungen, die wir in den 70er Jahren sahen, sehen wir heute teilweise auf höchster Ebene. Wenn wir immer wieder hören in den Verlautbarungen und in den Worten, dass es um Gerechtigkeit geht, um Frieden, um Freiheit für die Menschen und die Beseitigung der Armut, naja, wer wollte bestreiten, dass das alles wichtig ist? Aber wenn wir diese Worte hören, befällt uns ein unglaubliches Unbehagen. Weil wir sagen, natürlich ist das richtig, aber ist das denn die Aufgabe der Kirche? Das zu propagieren oder das zu ihrer Aufgabe zu machen? Diese Sachen, wenn sie als Schlagworte verbreitet werden oder auch als Predigten oder auch als päpstliche Worte und Verlautbarungen, hängen irgendwie in der Luft. Warum? Weil sie ihren genuinen Sitz für uns Christen verloren haben. Und ich will ein ganz aktuelles Beispiel bringen. Weshalb sind diese Argumente, die im Moment vorgebracht werden bei diesem unsäglichen Streit innerhalb der Bischofskonferenz zur Handreichung zu konfessionsverschiedenen Ehepaaren, weshalb ist irgendwie alles unbefriedigend? Weil niemand die tiefere Grundlage bietet. Ich komme darauf gleich zurück. Die tiefste Grundlage für das Verständnis, wenn wir denn von einer besseren Welt reden, die liegt darin, dass wir wissen, es gibt jene beste Welt. Gott hat sie am Anfang geschaffen. Und wir sind unterwegs zu jener besten Welt, die Gott uns wieder schenken wird. Das ist die Rede vom Reich Gottes. Wir als Christen wissen, dass wir genau dazwischen gestellt sind. Deshalb feiern wir doch den Sonntag als den ersten Tag der Woche. Wir feiern den guten Beginn Gottes
mit der ganzen Welt, mit der ganzen Schöpfung. Diese Schöpfung ist aus Gott und deshalb ist sie gut. Aber sie ist gefallene Schöpfung. Der Mensch will seine Rechnungen selber machen. Und das, was wir seit der vielgepriesenen Aufklärung und seit der Neuzeit eigentlich schon, seit jener vielgepriesenen Aufklärung und all den Entwicklungen und Philosophien, seit den angeblich so menschenverbessernden Ideologien des 20. Jahrhunderts, die komplett gescheitert sind, die haben ja nicht schlecht angefangen. Das heißt, die haben schlecht angefangen. Aber die Vorstellung war vielleicht gar nicht so schlecht. Wir schaffen eine bessere Welt. Aber eine Welt, in der für Gott kein Platz ist. Warum ist das zum Scheitern verurteilt, liebe Schwestern und Brüder? Weil es den Menschen in die Mitte stellt. Und zwar nicht den Menschen, wie er von Gott geschaffen ist, sondern den Menschen ohne Gott, den Homo Faber, diesen permanent herumwuselnden und erfindenden, sich selber machenden, sich selber bestimmenden, sich selber als unabhängig erklärenden Menschen. Das ist der Mensch des Sündenfalls, liebe Schwestern und Brüder. Mensch, wo bist du? Ich habe mich versteckt. Wir haben das in den Lesungen der letzten Sonntage wieder gehört. Wenn wir vom Reich Gottes sprechen, wenn wir uns selber in dieser Welt als Kirche verstehen wollen, können wir das Beispiel aus der ersten Lesung nehmen. Gott nimmt einen kleinen Zweig und pflanzt ihn ein. Und daraus entwickelt sich etwas. Nicht aus dem, was wir machen, was wir uns ausdenken und herstellen. Wer das verleugnet, wird immer scheitern. Es ist der Beginn Gottes, der erste Tag. Und die Kirche hat die Aufgabe, dies deutlich zu machen. Sie ist, so sagt das letzte Konzil deutlich, Sakrament. Das heißt, sie verweist auf den guten Anfang Gottes, deshalb ist sie kosmologisch. Die Kirche selber ist das Symbol des Heiles. Nun werden Sie sagen, na ja, aber jetzt back mal kleine Brötchen. Diese Kirche, diese ganze Ansammlung von Pappnasen, die wir da vor uns haben, ja, Anwesende und Sprechende nicht ausgenommen, das soll Sakrament des Heiles sein, ein Symbol der guten Schöpfung Gottes, na, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ja, mag sein. Denn wir sind auch Teil, liebe Schwestern und Brüder, der gefallenen Schöpfung. Aber wir kennen unsere Mission. Dass es die Kirche in dieser Welt gibt, ist eine Verheißung des Reiches Gottes, die immer in ihrer sakramentalen Struktur auf den guten Beginn hinweist. Und darin ist sie kosmologisch. Der gute Kosmos des ersten Schöpfungstages, des Sieben-Tage-Werkes Gottes. Deshalb halten wir den Sonntag. Aber es ist nicht nur kosmologisch. Es ist zugleich in den Sakramenten eschatologisch. Als gefallene Schöpfung ersehnen wir jenen Tag, den Christus uns schenken wird, wenn er wiederkommt und uns heimführt zu jenem Vaterland, von dem Paulus in der zweiten Lesung spricht. Die Verborgenheit des Reiches Gottes, liebe Schwestern und Brüder, ist nirgendwo anders zu finden als in den Sakramenten der Kirche, indem die Kirche selber Grundsakrament ist und vor allen Dingen im Sakrament der Eucharistie. Hier, wenn wir das Evangelium hören, wenn wir die Schrift, das Wort Gottes hören, sind wir verwiesen auf den guten Beginn Gottes ganz am Anfang. Und wir sehen, wie diese Welt sich abgewendet hat von Gott. Wir selber sind Teil dieser Welt, in dem wir sündige Menschen sind. Aber das bedeutet ja Erlösung, dass wir schon Anteil haben an dieser Bewegung hin zur neuen vollendeten Welt, die Gott schenkt. Wenn wir also den Sonntag halten, liebe Schwestern und Brüder, als den ersten und zugleich den achten Tag, sind wir genau hineingenommen in jene Grundbewegung, die Gott uns schenkt. Kosmologisch, den guten Beginn, und eschatologisch, die Endzeit schon vorwegnehmend, indem wir hier um den Altar sind und zum Altar gerufen werden, der Tisch des Reiches Gottes ist.
Und deshalb sind unsere, um auf den Anfang zurückzukommen, unsere Diskussionen so unbefriedigend. Wer nur von Gerechtigkeit und Freiheit und Beseitigung der Armut spricht und von sonst nichts, das kann jeder andere auch tun. Das macht die UNO mit ihren Organisationen, das machen andere Vereine, dazu muss man nicht Christ sein. Aber wir, wenn wir davon sprechen, wissen, wo es herkommt. Wir müssen verankert sein in der kirchlichen Struktur der Sakramente, damit wir wissen, was wir tun und warum wir es tun. Wer diese Schlagworte benutzt und Jesus degradiert zu einem Einflüsterer von ganz schönen Stichworten, der ist kein Christ. Zumindest kein lebender Christ, kein überzeugender Christ. Und wenn wir, um auf das Beispiel der Eucharistie zurückkommen, diesen großen Zusammenhang nicht sehen, dann vereinseitigen wir das Ganze, wer darf denn da zur Kommunion kommen? Wir hören dann immer solche Stichworte und wir hören dann sogar manchmal von infolierten Mönchen, so konnten wir das letzte Woche nachlesen, ein furchtbar dummes Zeug, dass es da keinen Rassismus an der Kommunionbank geben darf oder so etwas. Man fragt sich, das sind alles Stichworte politischer Korrektheit. Sie sind alle entlehnt aus einem politischen Diskurs. Und sie zeigen die vollkommene Ahnungslosigkeit und Abwesenheit von Theologie. Man sollte solche Leute das Examen nochmal machen lassen, vielleicht hilft das was. Aber wir sehen auch in den Examen, die abgenommen werden, eine unglaubliche Verkürzung. Wenn wir von Messe sprechen, liebe Schwestern und Brüder, nehmen wir selber vielleicht diese Verkürzung vor. Wir sprechen dann von Wandlung oder von Kommunion. Heute als postvatikanische Christen sagen wir natürlich auch, wir versammeln uns auch um den Tisch des Wortes. Aber das sind alles einzelne Punkte. Das Große und Ganze haben wir vielleicht lange verloren. Ich habe versucht, das deutlich zu machen. Das Sakrament des Reiches Gottes, das den ersten Tag in Erinnerung ruft, weil dieser erste Tag Gegenwart ist, weil es uns deutlich macht, dass wir zur gefallenen Schöpfung gehören, die der Erlösung bedürfen, und weil wir Teil der Erlösung sind als Getaufte, deshalb sollen wir ein österliches und dürfen wir ein österliches Sakrament feiern, weil es die Vorwegnahme des letzten Tages, des achten Tages, der Zukunft Gottes in seinem Reich ist. Die Einladung, die Jesus heute ausspricht, in seinen Gleichnissen vom Reich Gottes, wir sollten sie nicht ungehört vergehen lassen. Wir sollten uns wirklich einmal hinsetzen oder vielleicht besser noch hinknien oder hinstellen und darüber nachdenken, in welch großem Kontext wir leben, ja, als Christen leben dürfen.